Hallo Leute, es geht weiter mit Lucius, dem kleinen süßen Schnucki-Putzi. Genau, mit dem geht's jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, was unser Auftrag zuletzt war. Ach, wir folgen mal einfach den Weg. Ja, bist du ja. Hast du geschlagen? Ja. Oh, die Tür, die wackelt ein bisschen. Ja, wir sollen aber... Mit deinem Vater. Ja, dann rede mal mit Papa. Nicht hier richtig. Passt schon. Oh, jetzt war ich schon wieder zu weit. Und er nimmt die Hand von einem Buddel. Voll rum. Da sollen wir runter. Dann machen wir das mal. Wir können ja Telekinese jetzt. Das haben wir ja so sehr. Was wollen wir? Da nicht. So, wo soll es denn jetzt hingehen? Mal deinen Krempel weg. Ach, das Kreuz wieder, ne? Immer derselbe Blödsinn hier. So, sehr schön. Jetzt haben wir auch Ruhe hier. Ich soll mich aber umdrehen und ganz woanders hin. Wo soll ich denn mal hin? Oh Gott, Mama, erschreck mich doch nicht so. Sollen wir rausgehen? Dürfen wir rausgehen jetzt? Jawohl. Konnten wir vorher nämlich nicht. Mhm. Ins Badezimmer. Was hantiert er denn hier so rum? Das könnte übel ausgehen, mein Lieber. Wir haben ja auch einen Taschenlampe, bestimmt. Können wir eigentlich sogar mal in der Hand behalten. Und wie war das jetzt mit dem... Hm? Nee. Nee. Nee, wo ist jetzt hier mein cooles Book? Meine Notizen. Meine Notizen. Ah, hier. Okay. So. Der Ofen ist meine Plin. Jean hat keine Ahnung. Jetzt müssen wir noch warten. Mary, Jean. Und jetzt er hier. Mhm. Alles klar. Ivor. Hausmeister Ivor. Er ist immer betrunken. Er würde es gar nicht merken, wenn ich seine Pläne ein wenig ändere. Hm. Haben wir ja schon oben kennengelernt. Besonders freundlich ist er nicht. Sagt er auch wieder was? Sag mal was zum kleinen Lucius. Und seiner Buddel. Boah, der gammelt sich ja echt hier nur hin, ne? Was ist denn los mit dem? So, wo ist unser Föhn? Oder war das, ein anderes Badezimmer, ne? Aber vielleicht finden wir hier was Neues. Da? Schublade? Ne? Schade. Hier haben wir nichts gefunden. Warum ist die Musik so laut? Option. Soundlautstärke. So. Ja, und was mache ich jetzt? Also irgendwas muss ich jetzt erstmal wieder finden, ne? Ich würde sagen, wir laufen mal ein bisschen wieder rum, gucken, was wir finden. Ne, da dürfen wir nicht rein. Ne, da dürfen wir nicht hin. Vielleicht können wir jetzt mit der Telekinese aber was machen. Wir können doch jetzt Telekinese. Vielleicht müssen wir gar nichts. Oder hier vielleicht wieder die Flasche. Hier, bitteschön. Mein lieber Ivor. Ah, hier ist doch noch was. Neues Inventarbier. Und was haben wir noch? Hier ist doch noch was. Aha, mhm. Schön eingesammelt. Das ist hier noch. Das kann so nicht benutzt werden. Und dann haben wir noch einen Stift. Und dann benutzt doch mal den Stift hier mit dem Block. Klavier reparieren haben wir jetzt reingetragen. Er denkt, er muss jetzt das Klavier noch reparieren. Der Dumme. Ivor. Alles klar. Also müssen wir zum Klavier schnell. Und mit dem Schraubenzieher-Gedöns manipulieren wir das jetzt. Nee, aber damit schnell manipulier's. Da unten aber das. Was ist da unten? Da kommt schon wieder die Lucius-Mucke. Also nochmal. Nee, vielleicht da.
die denn? Können wir das kombinieren? Na, irgendwas werden wir doch jetzt machen können. Nehme ich mal an. Das. Oh, da kommt er schon. Mit dem Klavier ist alles in Ordnung. Oh, wir müssen mit dem Klavier was machen, damit er da, mal was macht hier. War klar, dass er jetzt schneller ist. Mach doch mal was damit. Mit dem Klavier ist alles in Ordnung. Noch, mein lieber. Boah, noch. Aber wir wären ja nicht Lucius, wenn wir das nicht gebacken kriegen würden. Da war doch irgendwas mit den Pedalen, oder nicht? Du kannst ohne Werkzeug nichts aussehen. Die Pedale haben eine halbe Zoll Schrauben. Ein Dreiviertel Zoll. Ach so, ich habe das Falsche. Was haben wir hier? Wir brauchen ein anderes Werkzeug. Das ist nicht das Richtige, was wir brauchen. Du Saufnase da drin. Hast du nicht noch ein anderes Werkzeug? Guck mal, hier ist doch noch mehr. Aha. Ist das vielleicht das Richtige? Ein halber, ja. Dann wollen wir mal. Nicht so schnell, Ivor. Wir sind erstmal dran. Entdeckt. Oh nein! Wir wurden entdeckt. Spielende. Scheiße. Aber gut zu wissen. Okay. Hüte dich vor Kreuzen, sie schwächen dich. Das war ja nicht so gut. Leute. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also die dürfen uns nicht entdecken, sonst ist Spielende. Mhm. Da wird der kleine Satanshaufen nämlich entdeckt. Aber der Schraubenschlüssel-Dings war schon mal der richtige. Das ist schon mal gut. Gut. So. Da sind wir schon wieder. Mann, jetzt muss ich da nochmal runterlaufen. Ist ja blöd gelaufen. Weit gelaufen, okay. Wieder abwärts. Und irgendwo ist ein Kreuz hier in der Nähe. Also das geht gar nicht. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Da ist das. So, wollen wir nochmal hier gewählen? Ivor. Hausmeister Ivor. Wir haben uns ein Leser. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Whatever, da ist er doch drin jetzt, ne? Ja. Das Ganze nochmal. Ja, wunderbar. Ja, hier ist ja ein Schreckenszimmer, das weiß ich ja jetzt. Können wir mal heimlich hier das Ding nehmen? Aber das ist ihm egal, dass ich das hier nehme, ne? Dass ich hier die ganzen Schraubenkrams-Werkzeuge mitnehme, das ist ihm egal. Was müssen hier im Controller? So, jetzt habe ich alles. So, jetzt nimmst du noch den Stift. Und erstmal müssen wir das Klavier manipulieren. Sonst entdeckt er uns ja wieder. Ich lass mir lieber mal die bisschen Zeit jetzt machen. Hallo Mama! Ja, ich habe wunderbar geschlafen. Noch besser schlafe ich, wenn wir den nächsten Mitbewohner, Mitarbeiter hier killen. Das würde mich ja doch sehr freuen. Drei Viertel, eineinhalb. Ja, geil. Schrauben an Klavierbeinen und Pedalen werden gelöst. Kann schon mal passieren. So, das haben wir jetzt manipuliert. Oh, Mama hat uns fast entdeckt, aber Mama ist ja sowieso ein bisschen leichtsinnig. Ich denke ja, wir sind ganz lieber. Ja. Jetzt nimm mal den Stift, kleiner Lucius, und dann schreib noch mal da rein, dass er sich darum kümmern soll. So. Jetzt steh mal auf, Ivor. Komm mal mit. Ich habe da was für dich vorbereitet. Ivor.
Ich höre doch Ivor, heißt er. Ivor. Ivor. Ich sag aber Ivor. Ivor klingt viel besser. Du Saufnase. Geh mal ein bisschen schneller dahin. Weil ich habe auch noch ein bisschen mehr hier zu tun im Haus. Muss zum Beispiel das Kreuz muss ich mal umdrehen. Stört mich. Schwächt mich. Sind sie dort Gott? Es ist mir Lucius. Habe ich eine Errungenschaft bekommen. Auch sehr lustig. Da kommt er schon, der Trottel. Der Ofen ist manipuliert. Haben wir gemacht. Noch nicht, sollte ihn irgendwie herlocken. Ich habe einen Schraubenschlüssel geschoben. Vielleicht sollte ich damit etwas zerschlagen. Zerschlagen? Wieso denn zerschlagen? Ja, ich glaube, das reicht so, oder? Das versteht er doch eh nicht, der Doofe. Wird auch Zeit mit ihm. Warte, ich mach mal kurz, bevor es hier wieder lauter ist. Es ist so komisch hier mit den Geräuschen im Moment. Voll die laute Musik, aber ich höre immer die Stimmen gar nicht. Das verstehe ich alles nicht. Volle Pulle oder was mache ich jetzt? Nehme mal die Maus, oder? Zum Dödödö. Ja, ich lasse es einfach mal so. So, was steht da bei ihm jetzt? Ich habe das vorigen Schloss geholt. Am besten die Tasche. Nee, das hatten wir schon. Ivor. Vielleicht kann ich jetzt ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen. Ah, ich soll jetzt Telekinese machen. Wie geht denn das nochmal? Telekinese. Oh, Telekinese eingesetzt. Matsch. So. Ich sage es Ihnen ungern, aber anscheinend war Ihr Handwerker sturzbetrunken. Irgendwann musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feiern, hab's aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht das Gasleck. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Oder Kreislaufprobleme. Das wird sein. Aber wir wissen es besser. 11. September 1972. Messerscharf. Ist Papa wieder da? Papa. Papa, bist du da? Haben wir hier eigentlich auch noch was für... was wir finden können? Nichts. Gehen wir mal und gucken, wie es jetzt unten aussieht. Mama! Hallo, wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Bring zum Beispiel den Müll raus. Ich soll den Müll rausbringen? Wo ist denn der Müll? So, was steht jetzt hier überhaupt? Ivor. Vielleicht kann ich jetzt ein paar meiner vier. Das hatte ich ja gemacht. Aber wir hatten doch auch noch den anderen Hausarbeit. Ja gut. Wo ist das denn, das Zeug? Vielleicht in der Küche? Ist der Müll in der Küche? Hier irgendwo in der Spüle oder so? Ja, wunderbar. Als hätte man es halt, aber das ist ja klar, oder? Wo soll der sonst sein, der blöde Müll? Bringen wir den Müll mal raus. Die Frage ist, wo geht's raus? Oh, was ist denn hier jetzt passiert? Ja, ich war das nicht. Also, das ist ja furchtbar. Hat er irgendwas fallen gelassen? Da liegt doch was auf dem Boden.
Keller. Nur mit deinem... Pack mal den Müll weg. Genau. Ist da was? Nee, es sieht wohl nur so aus. Ja, das ist natürlich sehr, sehr tragisch, was hier passiert ist. Finde ich sehr, sehr schlimm. Hier ist wieder sowas auf dem Boden. Keine Ahnung, was das ist. Nimm mal den Müll mit, Lucius. Es gibt Wichtiges zu tun. Bestimmt geht es hier irgendwo raus. Oder? Guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht nach draußen aus. Hier waren wir noch nie. Kann man hier raus? Gibt es hier irgendwo ein Mülldingens? Mülltonne? Vielleicht eher vorne, ne? Bei so einem Vordereingang oder so, würde ich sagen. Oh. Aber das sieht auch schön aus. Darum kümmern wir uns gleich, wenn ich den Müll weggebracht habe. Musste ich früher auch immer machen. Hab allerdings keine Leute umgebracht. Nee. Das habe ich nicht gemacht. Da ist das Klavier. Gehe ich mal da durch, wa? Guck mal, da ist auch noch jemand. Den können wir uns als nächstes vorknüpfen. Dieser Höllenmusik hier. Es muss doch irgendwo einen Ausgang geben. Ich guck mal auf meine Karte. Wo bin ich denn? Ich bin ja ganz falsch. Das ist natürlich ungeschickt. Aber was ist denn das bitte für ein Riesenanwesen? Das ist ja der Hammer. Nicht weg, Lucius. Nimm den Müll wieder mit. Du, wir können uns hier nicht nur mit Haushaltstätigkeiten aufhalten. Bringt ja unseren Zeitplan durcheinander. Aber er ist ja schon schnieke angezogen, ne? Ein ganz kleiner, feiner Herr. Wo jetzt hin? Nee, das ist falsch. Oh, ich komme hier mit dem... Also, das ist ja... Das bringt mich das alles hier völlig durcheinander hier, weil ich hier nebenbei noch anrufen werde. Moment mal. Hallo, da bin ich wieder. Ja, und schon hat man sich einige Stunden verquatscht mit der Mutter und im Hintergrund ist es jetzt auch dunkel geworden. So kann es laufen. Was wollten wir zuletzt tun? Wir wollten Müll rausbringen. Genau. Wo muss ich denn dafür nochmal lang? Bin ich richtig hier? Nein. Da soll ich lang. Soll da jetzt wieder hoch? Oder wo soll ich hin? Nee. Warum wird mir das denn aber immer angezeigt? Oder geht es da irgendwie doch raus? Ist hier irgendwo raus? Kann man auch? Soll ich hier in diesen kalten Raum? Der Metzger. Uhu. Na, hallo. Hallo, Lucius. Du weißt, dass du nicht hier sein solltest. Nee. Schön. Und wo du jetzt hier bist, kannst du diese Kisten zum Kühlraum bringen. Die sind nicht so schwer. Aha. Ich soll aber... Mama hat gesagt, ich soll den Müll rausbringen. Deswegen mache ich das jetzt mal besser. Aber der Müll. Der Müll, der Müll. Wo ist... Wo bringe ich den scheiß Müll hin? Der kann doch nicht nach oben gebracht werden. Der wird rausgebracht. Bestimmt irgendwo. Irgendwo hier. Der muss hier irgendwo... Der, gucken jetzt mal. Ich gucke jetzt mal pauschal selber. Irgendwo draußen. Macht doch gar keinen Sinn. Mal in den Müll mal rausbringen. Hallo. Vielleicht wird hier irgendwas hier angezeigt. Guck mal, beim Grundstücksanwesen. Bin ich so... Oder das da unten. Da ist ein Männchen mit... Weiß nicht, was der da macht. Ist das der Metzger-Typ, der mir da angezeigt wird? Oder im Vordereingang? Was mache ich denn jetzt mal? Warte mal, ich will mir jetzt mal kurz wissen, was die Symbole bedeuten. Dafür muss ich da lang. Ich will nur mal wissen, wer da ist. Wenn ich sehe, das ist jetzt eine Person und nicht der Müll,
dann hat sich das auch schon erledigt. Da lang. Da lang. Und da. Hä, aber hier war doch immer der andere. Ja. Hat sich dann schon erledigt, oder? Jet heißt der. Jet ist unser nächster. Oh, oh. Ich habe einen... Herr Locken. Fleischer Jet. Er arbeitet hier mit rohem Fleisch. Ich sollte mich irgendwie einmischen. Ja, das sollte ich tun. Wenn ich den Müll rausgebracht habe. Maria. So. Jetzt gehen wir mal nochmal raus. Ich finde den blöden Müll. Irgendwo wird es den geben. Da war eine Vase. Vielleicht, wie gesagt, irgendwie bei einem Vordereingang. Das müsste eigentlich aber genau da auf der Seite sein. Genau da. Nur auf der anderen Seite. Geht's hier irgendwo noch links? Ja, da. Ach, guck mal. Guck mal, hier ist ein Wäscheraum. Vielleicht gibt es ja hier auch Müllkram. Ah, guck mal hier. Können wir raus? Können wir raus? Nein, wir können nicht raus. Scheiße. Aber wo Wäsche ist, ist vielleicht ja auch Müll? Oder so? Oh, da ist ein Kreuz. Das geht nicht. Schnell, schnell. Schnell, schnell weg damit. Viel besser. Schon besser. Ist hier da... Das sind nur Wäschekörbe, ne? Ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ein Lichtschalter. Wer ist denn das hier? Kommt nur einmal die Woche und verdient doppelt so viel wie ich. Was ist so besonders daran, Schweine aufzuschlitzen? Ich bin sicher, das kann ich auch. Tja. Und da haben wir auch noch jemanden. Das ist entsetzlich, Mann. Klingt, als seist du gestresst. Weißt du, was mich entspannt, wenn ich Stress habe? Nee. Jazz, Mann. Jazz. Magst du Jazz? Ich bin wirklich kein Jazz-Fan. Na, dann hast du noch nichts Gutes gehört. Ich habe eine Kassette von meiner Band, die du dir anhören solltest. Das ist cool. Das magst du sicher. Ich weiß nur gerade nicht, wo sie ist. Hast du sie gesehen? Okay. Boah, hier können wir bestimmt auch noch richtig schön Mord fabrizieren. Sachenkiste? Ich bin nicht sicher. Ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, da müssen wir, das müssen wir auch noch suchen für die Typen hier. Die Jazz-Typen. Storage and Wine. Vielleicht hier irgendwie Müll? Wo packen die ihren blöden Müll hin? Hier im Keller? Was ist das für ein Keller? Gott. Voll der gruselige Wine-Keller. Okay, ich will aber nicht in den großen liegen. Wo bringen die ihren Müll hin? Ist irgendwo draußen. Und die Musik ist sehr laut und penetrant, obwohl ich die Musik sehr leise gedreht habe. Ja, das wundert mich, dass die immer noch so penetrant ist. Und dann gehen wir wieder zurück. Da ist das. Dann gehe ich nochmal auf die Seite. Das hier. Ach, das Teezimmer. Mhm. Glaub nicht, dass beim Teezimmer der Müll weggebracht wird. Nee, ich habe keine Ahnung. Man kann sich hier echt voll verirren. Boah, ey. Leute, sagt mir doch einfach mal, wo ich den Müll hinbringe. Eigentlich ist es doch sowas beim Vordereingang, wo der Müll auch abgeholt wird. Ja, Actionmusik, den Müll. Den bringen wir im nächsten Part weg, wenn ich nicht mehr ins Mikro schreien muss. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Lucius.